So, Leute, wir sind auf dem weiteren Weg, um uns den Path of the Hero, den Weg des Helden, weiter anzuschauen. Und wir haben jetzt im letzten Video eben die ersten drei Questreihen sozusagen gesehen und haben dann die Hydra in der dritten Questreihe geschlagen. Jetzt fängt das Ganze von vorne an. Wir haben erstmal einen Weg gewählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Weg genommen hätte, hätte ich das Weiße genommen. Zum Pre-Release von Kinder der Götter, also Born of the Gods, gab es wieder diese Pre-Release-Kits, die eben nach Farben sortiert waren. Und dementsprechend konnte man sich dort eben zu einem anderen Weg entscheiden oder seinen eigenen Weg weitergehen, was ich sehr cool fand. Und dementsprechend, gucken wir uns an, was unser Schicksal bringt. In Weiß haben wir die Generalin. Die läuft diesmal ein bisschen anders. Die anderen waren ja alle irgendwie was mit Tappen und Ähnlichem. Die haben halt ewig lang ihren Effekt erhalten. Hier ist es so, dass wir sie exilen müssen. Dann bekommen wir einen Effekt, der sagt, alle Kreaturen kriegen von uns kriegen +1/+1 und sie werden enttappt. Das war die weiße Karte. Wir haben natürlich noch die schwarze Karte. Die schwarze Karte ist einfach, ziemlich einfach. Wir haben den Tyrann. Man schickt den ins Exil und Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, kriegen -1/-1, bis wenn es zu ist. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir natürlich den Grün, die Versorgerin. Und zwar könnt ihr die ins Exil schicken, um 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur eurer Wahl zu leben. Und danach bekommt ihr Lebenspunktehöhe der Widerstandskraft der Kreatur. Meiner Meinung nach die beste dieser Helden. Dann haben wir in Rot natürlich die Kriegstreiberin. Man schickt sie ins Exil, um Kreaturen, die man kontrolliert, +2/+0 und Eile sogar bis meines Zuges zu geben. Auch hier, man sieht hier unten auch schon wunderschön, die haben immer diese 4 mit im Namen, Dingern, Effekt, Boxen. Super, super cool. Und natürlich für Blau den Gelehrten, das Dominate. Den können wir exilen, um alle Kreaturen, die einen Gegner kontrolliert, zu tappen. Diese Kreaturen tappen nicht während des nächsten Tapsegments. Das war der Wahnsinn. Als ich damit damals gespielt habe, beim ersten Mal habe ich Weiß genommen. Hier habe ich nur Blau bekommen, weil alle anderen schon weg waren, weil ich zu spät kam. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Geiles Teil. So, auch hier haben wir natürlich mit Pre-Release-Regeln etwas anders gespielt. Wir haben die Dinger gespielt. Auch wenn die keine spielbaren Helden waren, wir haben sie einfach im Spiel gehabt. War ein bisschen dämlich. Aber ja, jedes Pack hatte halt diese Karte und eine Promokarte. Und wir dachten halt, okay, das sind beides Promokarten. Aber das hier war eben eigentlich für etwas anderes gedacht. Dann hatten wir, nachdem wir diese 5 Helden benutzt haben, beziehungsweise bekommen haben, wieder am Release Day, also am FNM, am Friday Night Magic in dem Local Game Store, ein Puzzle wieder. Und da war es so, dass man ein Puzzle über eine neue Karte aus dem Set finden konnte. Also man konnte eine neue Karte finden. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild dazu finde, aber wenn ich eins finde, schicke ich euch das hier gerade mal auf den Screen. Und dabei konnte man den, beziehungsweise die Kundschafterin bekommen. Da war es so, dass man in seinem Zügen noch ein zusätzliches Land spielen durfte. Super mächtiges Teil. Hier hatte man dann schon eben seine 2 Helden. Und dann konnte man am Game Day, konnte man gegen die Horde kämpfen, wie es ja auch schon oben in den Beschreibungen steht. Wenn man die Horde besiegt hatte, hat man der Siegreiche bekommen. Der Siegreiche, das Artwork ist halt der Hammer. Die Startlebenspunkte sind um 1 erhöht und die maximalen Handkarten sind auch um 1 erhöht. Das ist ein ganz cooles Teil tatsächlich. Ist halt passiv, ist ganz nett. Hier dann natürlich hier die 5 drauf und hier dann die 6. Und dementsprechend haben wir die Helden schon durchgearbeitet und die Story dahinter durchgearbeitet. Und gucken uns an, was Battle of the Horde bedeutet. Das ist die Playmat von Battle of the Hordes. Hier oben wieder mit Quest Nummer 6. Hier sind wunderschön ein paar Geschichten jetzt mal drauf. Bei der ersten waren ja nur Regeln drauf. Hier ist es so, du bist weit gekommen, Held. Der nächste Schritt auf dem Pfad des Helden wird noch gefährlicher als alle zuvor. So ist es richtig. Ich kann nicht gut vorlesen, wenn ihr euch jemanden habt, der das vorlesen möchte. Seid ihr hier falsch? Naja, es geht halt darum, dass wir halt eine Horde bekämpfen müssen an Minotauren. Anscheinend. Als allererstes haben wir den Punkt, dass wir mit bis zu drei verschiedenen Heldenkarten spielen können. Das ist halt interessant, weil sie nicht sagen, es muss ein Battle of the Horde, also Born of the Gods Held sein, sondern man kann eben auch die Karten bzw. die Helden nehmen aus dem ersten Pre-Release. Super, super cool. Man kann 3 Stück davon haben. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das Ding hier auch im Multiplayer spielen kann. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich glaube, das hier ist tatsächlich ein One vs. One, wohingegen man die Hydra mit einer Menge Leute bekämpfen kann. Bei der Hydra stand es nämlich extra dabei, dass man es auch mit mehreren Sachen kann. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Auf jeden Fall spielen der Spieler ein ganz normales Spiel Magic gegen die Horde und man bekommt 3 Runden Vorsprung. Das klingt viel, das ist nicht viel. Und zwar ist es so, dass wir einfach
Länder spielen, Kreaturen spielen und auch schon angreifen können. Denn die Horde gilt als Spieler. Anders als bei der Hydra, wo man ja alles auf die Köpfe gesetzt hat, ist es hier zum Beispiel so, dass wenn man Schadenspunkte an der Horde macht, werden Karten von dem Deck der Horde, übrigens ein wunderschöner Rücken, zum Beispiel mit einem Lightning Bolt, der 3 Schaden macht, werden 3 Karten vom Deck auf den Friedhof. Und wenn die Horde kein Deck mehr hat, hat sie das Spiel verloren. Man kann natürlich die Horde auch schon angreifen, bevor sie überhaupt den ersten Zug hat, was sehr, sehr cool ist und auch schon ein bisschen Vorsprung generieren kann. Des Weiteren gibt es in diesem Deck eben nicht nur Minotauren, wie jetzt zum Beispiel hier 3-2 Eile, greift in jedem Zug an, falls möglich. Nein, die Minotauren besitzen eben auch Artefakte, das Massaker-Totem, was eben ein Artefakt ist, das sagt, decke in jedem Zug der Horde zu Beginn der Hauptphase vor dem Kampf eine zusätzliche Karte auf und wirkt diese Karte. Hammerstarke Karte, aber wir haben auch Belohnung des Helden. Wenn die von irgendwoher auf den Friedhof gelegt wird, lege die obersten 7 Karten von der Horde auf den Friedhof. Heißt, wenn wir die zerstören, können wir 7 Karten gemillt haben. Was interessant ist, ist, das zählt auch, wenn die schon gemillt wird. Das heißt, diese Artefakte können ganz schnell sich durchmillen und es gibt auch noch andere Artefakte. Genau. Es gibt verschiedene Minotauren. Es gibt zum Beispiel, also man hat die Plünderer, dann hat man einen rücksichtslosen Minotauren, ähnlich wie es verschiedene Köpfe gab. Auch die Horde hat Hexereien, wie zum Beispiel hier, Minotauren können in den Zug nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Das ist ganz interessant, einfach weil sie halt immer wieder von oben runterlegen und dann eben meistens Eile haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein anderes Artefakt, das sagt halt, wenn die von irgendwer auf den Friedhof gelegt wird, zieht jeder Spieler eine Karte, haben aber alle dieses, es wird eine zusätzliche Karte gewirkt. Hier hält man 5 Lebenspunkte. Das ist ganz cool. Damit machen die Artefakte fast alle dasselbe, was sie geplündert haben. Aber wenn sie halt kaputt gehen, machen sie halt verschiedene Dinge. Wirklich, wirklich cooles System. Ich lege mein Artefakt raus, ich lege meinen Minotauren raus und ich lege meine Hexerei raus. Das ist der Minotaurer, da ist der Minotaurer. Und lege mal 3 Karten in den Friedhof. So, sieht hübsch aus. Genau, dann waren wir bei den Effekten der Horde. Hierbei ist es so, dass man nicht eine Karte aufdeckt, sondern 2 Karten. Was halt wirklich, wirklich stark ist. Was hierbei halt interessant ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Elixier dabei hätte und das würde gewirkt, zählt das nicht für sich selber für diesen Turn. Also es werden nur diese 2 Karten aufgedeckt, dann werden die beide gespielt, dann kommt man zur Angriffsphase, dann kommt man hier mit 2 Minotauren vorbei. Nächste Runde würde man dann durch das Artefakt, wenn man es noch auf dem Feld hat, 3 Karten aufdecken. Und so merkt ihr schon, hat man hier noch ein Artefakt, hat man hier noch 2 Minotauren und geht dann hauen. Ziemlich, ziemlich stark. Auch hier wird zu Beginn des Zuges erstmal alles enttappt. Wenn die Horde eine Entscheidung treffen muss, entscheidet der Spieler selber. Das heißt, man kann auch so ein bisschen was sich noch Positives machen, aber so viele Entscheidungen macht diese Horde nicht. Was die Horde nicht kann, ist unmögliche Aktionen durchführen, Karten ziehen oder Karten abwerfen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht sagen, Gegner zieht 3 Karten, weil die Horde hat keine Hand. Dementsprechend funktioniert das nicht. Und auch hier gilt, wenn sie von irgendwoher unter das Deck gelegt werden sollte oder aus dem Spiel exiliert werden sollte oder sonst was, geht sie in den Friedhof. Hier ist nochmal die Siegesbedingung, hier ist das im Spiel Sache. Und wie gesagt, wenn man die Horde besiegt hat, hat man die Quest Nummer 6 abgeschlossen und erhält den siegreichen Helden. Und man selber verliert, wenn die Lebenspunkte auf 0 oder weniger fallen. Oder natürlich die ganz normalen Regeln, wenn man kein Deck mehr hat oder ähnliches. Hierbei ist es so, dass die Schwierigkeit dieses Spiels sozusagen ein bisschen angepasst werden kann, indem eben die Züge hoch oder runter gesetzt wird. Wenn man zum Beispiel sagt, man macht nur 2 Züge Vorsprung des Spielers, ist das Spiel schon wesentlich schwerer. Und man sagt aber, wenn man aber sagt, man hat 4 Züge Zeit, dann ist das Spiel schon wesentlich einfacher, weil dann kann man eben diesen Sweet Sweet Mass Removal spielen, der einen noch mal ein bisschen aufatmen lässt. Und das ist ganz cool tatsächlich. Also da auch hier die Variation relativ groß ist, gerade mit den ganzen Artefakten, die verschiedene Bonis geben und auch den verschiedenen Hexereien, weil die halt... Immer wenn ein Minotaur angreift, hat er Erstschlag zum Beispiel und muss geblockt werden. Dann gibt es eben verschiedene Minotauren mit 2-3, 3-2 und ähnliches. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Macht Spaß. Damit haben wir dann die Quest Nummer 6 erledigt mit Born of the Gods, beziehungsweise mit dem Deck-Kampf gegen die Horde. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann eben die... dritte Questreihe an, Quest 7 bis 9, um Theros komplett durchgequestet zu haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich einen Kommentar da lassen, ihr könnt ein Like da lassen. Ihr könnt mir mal sagen, habt ihr das schon gespielt? Würdet ihr das gerne spielen? Oder seid ihr überhaupt nicht interessiert daran? Und was gefällt euch, was nicht? Habt ihr da vielleicht auch Hausregeln zu oder ähnliches? Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.